Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und weiter geht's mit einer wunderschönen Runde League of Legends. Ja, wir sind wieder am Start auf der lieben, wunderschönen, gut aussehenden Botlane. Mit der MF. Was mir langsam richtig auf den Sack geht, ne, dass Swain jetzt irgendwie zum Supporter geworden ist. Das geht mir richtig auf den Sack, das wird wieder richtig Spaß machen. Mit Swain als Supporter, na gut, egal. Gegen Swain und Jhin. Und oben haben wir Victory gegen Mordekaiser. Da bin ich auch mega gespannt. Aber da müsste Victory... Nee, Victor natürlich. Müsste das eigentlich am Anfang ganz gut gehandelt bekommen. Hoffentlich. Der kann einfach eine Augenlaserbehandlung den lieben Mordekaiser geben. Ja, mal gucken. Wir haben Katarina in der Mitte gegen Fizz. Düt. Da draußen einer gehoopt. Einfach so gehoopt. Ich glaube, ich spinne. Wo gibt's denn sowas? Ja. Wenn man natürlich von Swain seinen Krallen getroffen wird und der Swain es schafft, ihn zu hooken, ist nicht so schön. Ja, Alter, was macht... Mädel! Vor allem, wo die sich immer hinstellt. Ich versuche ja schon immer so vor der Alten zu laufen, aber die will unbedingt, die sagen das jetzt gerade geleckt, die will halt aber unbedingt sterben, habe ich so das Gefühl. Ich habe übelst gerade... Wieso habe ich jetzt manchmal Lags? Warum? Warum leckt das gerade manchmal? Kannst du mal aufhören zu lecken? Das ist echt doof, was gerade die MF macht. Die lässt sich von allen treffen. Das ist echt nicht so dolle. Boah, mich nervt das. Also, ich habe irgendwie das Gefühl, man sollte lieber jetzt Swain bannen. Da spiele ich lieber, muss ich ganz ehrlich sagen, gegen Morgana, auch wenn das Black Shield extrem OP ist. Spiele ich aber trotzdem lieber gegen Morgana. Zumindest auf der Lane, muss ich sagen. Lol. Das war dumm von mir. Okay, dann gehe ich definitiv nochmal weg. MF würde ich das jetzt auch empfehlen. Ich weiß gerade nicht so wirklich, was Kha'Zix gerade machen wollte, aber irgendwas wollte der machen. Der hatte einen Plan. Ich glaube, der hat nebenbei sich Pornos angeguckt. Habe ich so ein bisschen das Gefühl. Aber ja, warum nicht, ne? Warum denn nicht? Ja, die MF ist sehr stürmisch. Also die will unbedingt mit dem Bullermann reinlunzen. Dann sollte die vielleicht nicht so oft machen. Wir werden wieder... Sunfire Cape holen. Und ja, werden uns wieder die Schuhe holen. Rüstung und Lauftempo. Obwohl ich sogar diesmal am Überlegen bin, gibt's hier. Nee. Hier oder die. Merkurs. Merkurs gibt's noch. Wollte ich gerade sagen. Oder ob ich mir jetzt Merkurs hole. Hey, mit Merkurs komme ich halt natürlich im Endeffekt auch nicht schlecht, ne?
Oh, bin ich gerade wirklich am straggeln. Ich glaube, ja, ich weiß nicht, soll ich mal merken? Ich glaube, ich hole mal Merkurs. Weil Swain ja eh hier gerade sehr aggressiv spielt. Wirklich sehr aggressiv. Da komme ich mit Merkurs auf der Lane und natürlich dann auch gegen Fizz und sowas besser klar. Boah, der spielt halt jetzt übelst passiv, ne? Leider. Der spielt leider jetzt extrem passiv. Der hat draus gelernt. Was ich ein bisschen schade finde. Die warten natürlich jetzt auf den Kha'Zix, ne? Und natürlich auf Level 6. Ja, der Damage ist Unreal Engine 4. Da kann man echt nicht meckern. Naja, Fizz hat gerade... Das war natürlich doof, dass jetzt Kha'Zix die Krabbe bekommen hat. Das war eigentlich nicht so geplant. Ah, Scheiße! Na gut, immerhin gut, der Trick uns. Ist auch nicht schlecht. So, Drake hört uns. Ich werde jetzt weggehen. Ich kann ja Merkurs Schuhe schon mal vormerken. Oder besser gesagt schon mal vorbauen. Wir werden jetzt... Die hätten sich wegporten müssen. Am Drake. Wäre sinnvoller gewesen, aber na gut. Mir fehlt natürlich jetzt erstmal die MF, ne? Die kommt jetzt erst wieder. Aber Imi kriegen wir es hin.
So, das heißt, wir werden mal hier einen Wardy hinsetzen. Okay, der Damage ist heftig von K6 schon. Das ist nie lustig. Ja, das war eine schöne Rasur. Da kann man doch nie meckern. So, das heißt, ich werde jetzt Back to the Slums machen. Und werde mir schon mal die Schuhe holen. Schuhe holen. Schau mal, Tränke wiederholen und so, und wir wechseln jetzt schon mal auf Clear, so. Ah ne, die sind ja pleite, die sind insolvent, Entschuldigung. Ja, unser Jungler, der ist da. Aber immerhin, der macht seinen Job. Also, ja. Also, er ist da. Weiß halt, witzigerweise, bin ich mir nicht so ganz sicher, was unser Jungler vorhat. Ob das alles zum Masterplan gehört, sich die ganze Zeit killen zu lassen im eigenen Jungle. Nie wirklich angehittet, leider den Tower. Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Nix ist passiert, lieber MF. So, ja, da gucken wir mal, dass wir relativ... Was ist eigentlich auf den anderen Lanes gerade so los? Also nicht viel, leider. Ja, der Meeresdrache tut dann natürlich auf Swain dann ein bisschen weh. Ach, Alter, was? Graves, Mann, Alter, mach doch mal hier was. Der hat jetzt nie wirklich verkackt. Der hat jetzt ohne Scheiß verkackt, ne? Krass. Muss
ganz ehrlich sagen, ich hätte damit null gerechnet, ne? Ja gut, immerhin ist unsere MF ganz gut dabei, aber... ist auf ihrer Lane. Oh, Alter. Ja, K6, das tut weh. Immerhin noch bekommen. Immerhin noch bekommen. Aber leider, aber wirklich, es tut schon echt weh. Die sind halt gut gefeedet, ne? Also die machen schon gut Damage. Das ist schlecht. Wie sieht's denn eigentlich oben aus? 0-3. Oh. Okay. Also unser Jungler ist, ja, es wird schwierig. Der muss wieder komplett ins Spiel zurückfinden. Okay, Viktor hat halt den großen Vorteil, mit Viktor kann man natürlich schön so im Background bleiben, sage ich jetzt mal, und seine Ulti und sowas setzen, also gut assisten, sage ich jetzt mal so, gut damagen von hinten aus, das ist jetzt auch nicht so schlecht. Ja, der ist leicht gefeedet. Feder oder Schwert? Der Schild ist stärker. LOL, als ob. Als ob das jetzt ein Rage Quit war. Ja. Boah, Alter, wir verlieren gerade wirklich jede Lane, ne? Katharina ist weg. Ich denke mal, Rage quittet, so wie es aussieht. Ich hoffe, Katharina kommt wieder, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie Rage quittet ist. Ja, Toplane ist auch irgendwie komplett verloren. Midlane ist jetzt komplett verloren. Tja, GG, ne? Botlane kommt langsam auch wieder zurück. Das ist so lächerlich, der Damage. Das ist so lächerlich. Ja, gut, das, ich denke mal, das ist verloren. So, wir holen uns jetzt, die Maske. Nö. Sag immer noch nö. Ist halt scheiße, dass die, Dings einfach rausgegangen ist, ne? Was willst du da machen, ne? Wenn einfach die Caitlyn rausgeht, da, ja.
Ja, MF ist rausgegangen. Botlane sah eigentlich richtig gut aus. So, wieder verloren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns definitiv, akkusativ, in der nächsten Aufnahme. Bis dahin, haut rein und tschüss.